Ja, es ist unschwer zu erkennen, Achatz. Mal wieder sonntags. Wir sind sonntags mal wieder hier und es gibt einen Espresso. Und es geht jetzt um dieses Auto. Das sieht nach 1000 PS aus. SF90 Stradale, 1000 PS. Und die Frage lautet heute: Was kosten 1000 PS im Monat im Unterhalt? Und wenn ihr wissen wollt, wie 1000 PS aussehen, Kameramann, kannst du mal an uns vorbeischwenken? Genau so sieht das aus. Und wenn ihr das wissen wollt, dann nehmen wir euch mit, nachdem wir aber erstmal unseren Espresso austrinken. Cheers. So, jetzt stehen wir am Objekt der Begierde. SF90, 1000 PS, Coupé mit unschwer zu erkennen Fiorano-Paket. Ja, Achatz, was gibt's noch zum Auto zu berichten? Auto ist Nero Opaco, also schwarz, matt. Opaco steht für matt. Dann haben wir natürlich, wie du schon gesagt hast, Fiorano-Paket. Wir haben jetzt hier ein Auto mit um die 2000 Kilometern. Also ganz jungfräulich, zweite Hand, kann man bei uns im Moment kaufen. Auto ist ganz frischer Neuzugang. Kleine Dreamline vorne, einlackiert in Giallo Modena, Opaco. Ja. Wirklich ein mega Auto. Ja, 1000 PS. Aber was kosten mich 1000 PS im Monat? Ja, das ist die Frage, die wir heute beantworten. Und dann fange ich mal an. Ich frage dich einfach mal, was wird denn jetzt hier bei diesem Auto der Service kosten? Also, wir haben Unterhaltskosten Service. Dann nehme ich mal Reifen und Sprit mit rein. Der Service ist kostenfrei. Auch dieses Auto, obwohl er 1000 PS hat, ist im Maintenance-Programm. Heißt, 7 Jahre sind die Servicekosten inklusive. Da trägt die Ferrari. Und für Reifen und Sprit würde ich einen Unterhalt von 300 Euro im Monat veranschlagen. Ja, aber dann ist man auch gut dabei. Ja, dann hat man also wirklich alles abgedeckt. Was kostet mich eine Leasingrate im Monat? Leasingrate bei dem Auto, ich sag mal mit 20% Anzahlung, liegen wir bei 5000 Euro im Monat. Und was würde mich die Versicherung kosten? Versicherung, ja, würde ich sagen, kostet 6.500 Euro. Auch da, ja, kann man sagen, kostet es um die 500, 600 Euro im Monat für die Versicherung. So, jetzt haben wir hohe Werte teilweise jetzt gehabt, aber jetzt ist die entscheidende Frage, was wir tatsächlich hin und wieder mal gefragt wird: Wie ist die Kfz-Steuer bei diesem Auto? Wir haben 1000 PS, aber wir haben ein Hybridauto. Genau, wir haben 1000 PS und ein Hybridauto. Und ich meine, wenn ich das richtig im Kopf überschlage, müssen wir bei 210, 211 Euro, meine ich, müsste sowas, so ein Auto in der Kfz-Steuer im Jahr liegen. Ja, aufgrund der geringen Emissionswerte, weil es ein Hybrid ist. Das ist ja eine Kombination aus Hubraum, CO2-Verbrauch und Baujahr. Also, wenn wir das alles zusammenzählen und jetzt mal durch 12 Monate teilen und um zu wissen, was so ein Auto dann im Monat kostet, landen wir bei knapp über 6.000 Euro. Je nachdem, wie man natürlich auch eine Versicherung hat, kommt da noch eine Garage dazu, muss ich die extra bezahlen oder habe ich die am Haus? Ich sage mal, more or less 6.500 Euro, das ist das, was so ein 1000 PS Auto im Monat an Unterhaltskosten mit sich bringt. Ja, damit hätten wir das schon mal für heute aufgeklärt. Ja, jetzt haben wir über monatliche Kosten gesprochen, aber warum machen wir das? Warum, Frank, warum muss man denn überhaupt ein Auto leasen? Kann man überhaupt ein Auto leasen? Ja, also der Vorteil vom Leasing ist grundsätzlich, wenn ich eine Privatperson bin und mir einen Ferrari kaufe, dann ist mit der Rechnungslegung auch die Mehrwertsteuer weg. Und das ist ja bei solchen Fahrzeugen, insbesondere wenn wir jetzt über so ein teures Fahrzeug sprechen wie hier, eine erhebliche Summe an Geld. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, mach ein Leasing, dann hältst du die Steuer. Heißt, wenn man irgendwann mal sich vom Auto trennen will, egal ob das Auto dann ins Ausland geht, unser Markt bei Ferrari ist nun mal sehr international, dann haben sie die Möglichkeit, das Auto auch netto ins Ausland zu fakturieren. Oder man verkauft es hier im Zweitmarkt und auch da ist es immer von Vorteil, wenn ich die Mehrwertsteuer habe. Also das ist so der Hauptgrund, als Privatperson ein Auto zu leasen. Je höher die Fahrzeugpreise sind, desto
höher ist auch die Steuer und die kann ich mir dann da so ein bisschen zum Vorteil machen. Und Leasingfinanzierung natürlich bei der Ferrari Financial Services. Genau. Ganz wichtig, Ferrari hat eine eigene Bank, mit der wir, der unser Refinanzierer ist. Ja, und da gibt es auch nochmal zu sagen, dass das hingegen bei vielen anderen Leasinggesellschaften, was wir immer so hören, dass es einfach bei der Ferrari Financial Service, kurz gesagt FFS, haben sie einen privaten Ansprechpartner. Also das ist wirklich analog Private Banking. Da gibt es einen Ansprechpartner, der kümmert sich um alles. Und da muss ich auch nicht auf einer Hotline anrufen, sondern da rufe ich auf der Handynummer an. Und dann geht er auch persönlich dran oder ruft binnen weniger Minuten zurück. Also das ist schon ein entscheidender Vorteil, das bei der Ferrari Financial zu machen. Ja. Ja, also gibt es sonst noch irgendwas zum Auto? Ach, jetzt haben wir noch ein Highlight. Das Wichtigste dieses Autos, wie gesagt, noch zu haben. Wenn ihr Interesse habt, kommt gerne vorbei. Wir sind für euch da und zeigen euch gerne dieses Auto. Ich meine, wo gibt es 1000 PS für knapp eine halbe Million? Ja. Also, wenn euch das gefällt, was wir machen, wenn ihr Anregungen für uns habt, schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank für die zahlreichen Likes, vielen Dank vor allem für die zahlreichen Views. Es macht nach wie vor tierisch viel Spaß. Und ja, ich freue mich, wir freuen uns, wenn wir uns bald wiedersehen, nämlich auf dem Kanal. Bis dahin, ciao. Ciao.